wünschte, wir hätten mehr Zeit, um dich einzuweisen, aber wie du weißt, ist die Situation im Fluss. Unsere kanadischen Freunde sind besorgt, dass einige der Tiere die Grenze überqueren könnten. Das wollen wir auf jeden Fall verhindern. Wir, das ist die CIA. Meine Sektion ist die AGA, die Abteilung für gefährliche Arten. Ich bin Dr. Dua. Ich verfüge über umfangreiches Wissen in Paläoforschung auf genau diesem Gebiet, bei Jurassic World und an anderen Orten, über die ich leider nicht sprechen darf. Aber ich kenne sehr viele von den Leuten, die hier arbeiten. Ein wilderer Lager. Oder was davon übrig ist. Amateure. Sie haben es nur geschafft, dass sie selbst und andere umgebracht wurden. Und unsere Arbeit noch viel schwieriger gemacht. Und damit herzlich willkommen zurück zur JWE-2-Kampagne. Die Saurier sind immer noch unruhig, Dr. Dua. Sie zu betäuben scheint zu diesem Zeitpunkt die beste Option zu sein. Okay, so schnell und so sicher wie möglich. Wir befinden uns in Washington, in einem Wildererlager. Oder einem verlassenen Wildererlager. Zwei Kanus wüten hier gerade. Den ersten haben wir. Das scheinen hier auch die Käfige zu sein, wo die Wilderer ihre Dinosaurier gefangen hatten. Wahrscheinlich auch diese beiden Kanus, gehe ich von aus. Von der warmen Wüste, direkt im tiefsten Schnee. Oh, er schafft sogar noch einen Sound zu zerdeppern, aber das hat jetzt alles funktioniert, sehr schön. Eine Firma hat wichtige Angestellte, wie mich. Und wichtige Gebäude, ohne die nichts rundläuft. Bauen Sie also für den Anfang ein Eingangsgebäude, ein Kontrollzentrum und einen Notfallgenerator für die Stromversorgung. Wie schön das aussieht, diese Schneelandschaft und die Berge im Hintergrund. Richtig cool. Habe ich schon mal gesagt, dass das Spiel wunderschön aussieht? Also ich finde es wirklich krass. Ich glaube, ich baue das mal auf diese Seite. Die Mission durften auch schon einige spielen, da war ich leider nur nicht dabei, deswegen ist die für mich neu. Ich habe aber schon ein bisschen was davon gesehen. Aber das ist echt cool mit den verschiedenen Biomen. Dass wir jetzt einfach komplett in einem anderen Biom sind und dadurch das Spielgefühl komplett anders ist als in der Wüste zum Beispiel. So, Kontrollzentrum. Das ist halt das, wo wir die Wissenschaftler und sowas dann einstellen können und verwalten können so ein bisschen. Und was brauchen wir noch? Einen Notfallgenerator. Okay, das macht Sinn. Ich sollte vielleicht nicht die ganze Zeit vorspulen, weil sonst geht es den Kanus nicht gut, die da gerade betäubt liegen. Ich mach den mal hier hin. Und dann schauen wir mal, was als nächstes auf uns zukommt. Gar nicht schlecht, wenn ich das mal sagen darf. Und ich darf das. Wir brauchen aber auch eine Unterstützungsanlage. Unterstützen Sie die Bauarbeiten, so gut es geht. Verstanden? Unterstützung? Egal, lassen wir das. Ja, besser ist. Der ganz Witzige. Wie immer. Aber irgendwie mag ich Cabot Finch. Er ist auf eine gewisse Art und Weise schon sympathisch. Auch wenn er eigentlich ein Idiot ist. Damit ist das auch fertig. Claire, wir müssen die Saurier in die neuen Gehege bringen. Die wir bereits gefangen haben? Ja, korrekt. Und sie sollten wach sein und sich möglichst wohlfühlen. Was heißt denn neue Gehege? Ich denke mal, ich kann das hier alles abreißen, ne? Weil diese kleinen Mini-Käfige, die möchte ich hier nicht wieder aufbauen. Aber ich denke mal, die Stromzaun-Variante ist hier wahrscheinlich nicht verkehrt. Muss ich gleich mal gucken, ob ich Stromzäune schon freigeschaltet habe. Aber wir bauen jetzt erstmal ein Gehege, was auch dinosauriergerecht ist. Oder zumindest ein bisschen gerechter, ne? Im Käfig halten ist nie gut. Egal bei welchen Lebewesen. Kleiner elektrischer Zaun. Okay, das ist sogar ein Stromzaun. Das ist ja perfekt. Ich guck mal hier an. Ich höre schon die Brachios die ganze Zeit im Hintergrund. Das liebe ich ja, ne? Ist immer so schön. Ich liebe es, Brachios im Park zu haben. Immer so atmosphärisch.
Ich hoffe, das reicht vom Platz. Ich kann es halt noch nicht so gut einschätzen. Aber könnte funktionieren. Schauen wir gleich mal. Ohne ich Abrissmodus. Ich wollte das hier klicken. Dann brauchen wir auf jeden Fall auch noch ein schönes Tor. Das können wir leider hier gar nicht bauen. Dann bauen wir es hier ein. Wasser können wir auch schon mal reinmachen, auch wenn hier schon eine kleine Pfütze ist. Ja, geht leider nicht immer zu platzieren, wenn gerade dort die Dinosaurier hingeflogen werden. Aber so sollte eigentlich reichen. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist beim Kano mit Gestaltung. Aber ich denke mal, ein paar Felsen wird er auf jeden Fall brauchen. Und wahrscheinlich nicht so viel Wald. Das ist ja eher so einer, der viel läuft. Man kann übrigens auch die Dinger hier drehen. Ach, zufällige Rotation geht auch. Das ist ja mega cool. Aber man kann die auch drehen. Achse umschalten geht auch. Das ist echt nice. Also man kann da wirklich viel machen, was die Gestaltung angeht. Aber dass es so eine zufällige Rotation gibt, ist super praktisch, wenn man schnell bauen möchte. So, jetzt müssen wir einmal den Jeep losschicken. Und dann würde ich sagen, machen wir mal schnell einen Scan. Ja, klüger wäre es natürlich gewesen, hätten wir direkt einen Außenposten gebaut. Boah, der Platz ist doch safe zu klein. Oh mein Gott. Direkt die erste Animation hier. Sehr schön. Auch ein toller Skin übrigens bei dem Kano. Aber der Platz ist viel zu klein, glaube ich. Ich habe das komplett falsch eingeschätzt. Mein Fehler. Mache mal direkt den ganzen Scan. Ja, Bereich ist zu klein. Und wir brauchen mehr Sand und mehr Beute. Oh! Wo wir gerade von Beute reden. Also, ich hab gerade so eine Idee. Hallo. Kann ich den gar nicht betäuben? Wie frech. Was ist denn, wenn ich den einzäune? Ah, das geht gar nicht so einfach, ne? Oh, krieg ich's hin? Oh mein Gott. Das wäre ja richtig geil. Nein, er ist ausgebüxt. Ach, schade, okay. Mein grausamer Plan geht nicht auf. Ist vielleicht auch besser so. Aber der kam halt gerade, als ich über Beute geredet habe. Was soll ich machen? Da kann man gar nichts machen. So, wie sieht's jetzt aus hier? Können wir nochmal einen Scan anschmeißen oder aktualisiert sich das jetzt automatisch? Liebe Kanos, ihr braucht Beute. Das heißt, wir brauchen auch so ein Forschungszentrum. Ist hier sowas? Nee. Noch gar nicht. Oder kann ich Beute schon bauen? Das kann natürlich sein, dass es schon freigeschaltet ist. Ja, ist es tatsächlich. Okay, dann mein Fehler. Dann kommt das da einmal hin. Und auch so ein Futterspender. Den packen wir mal hier hin. Oh, da setzt er sich schon. Ah, der Bereich geht jetzt erst hoch, weil die das Territorium jetzt erst erkunden. Geht man eigentlich in diese Territorienansicht? Ach, das sieht man jetzt schon. Wir haben schon das gesamte Gehege zu ihrem Territorium gemacht. Und jagen direkt. Oha. Ist, glaube ich, immer noch ein Ticken zu klein, das ganze Gehege. Das ist... Da habe ich mich wirklich hart verschätzt. Muss man einfach mal sagen. Aber wir korrigieren das jetzt nach und nach. Wir haben ja Zeit, kein Stress. Ist jetzt auch alles hier nicht mehr so gerade und... Ah, das macht nichts. Bisschen krumm und schief ist auch mal okay. Oh, bitte nicht ausbüchsen. Ich vergesse immer, dass die Zäune nicht instant aufgebaut sind. Ah, das passt aber. Oh, er macht schon wieder Jagd. Oder auch nicht. Die Ziege verarscht ihn. Einmal unter den Beinen durchlaufen. Oh, shit. Woran hat es gelegen? Zu wenig Sand. Das ist natürlich schlecht.
Ja, betäub du mal. Ich kümmere mich mal darum, dass wir Sand ins Gehege kriegen. Gras, Schlamm, Sand. Das sollte kein Problem sein. Wird wahrscheinlich eh gleich wieder alles von Schnee bedeckt werden. Der Jeep kann dann gleich mal losfahren und... Oh, Skin wechseln. Kann ich auch mal kurz reingucken. Ne, wir haben bis jetzt nur den. Hätte mich auch gewundert, hätten wir schon eh was freigeschaltet. Aber der kann hier gleich mal reparieren. Und wir können mal eben schnell wieder die Kanus einfangen. Ja, das geht auf dieser Karte schon viel chaotischer los als beim letzten Mal. Aber das macht ja nichts. Oh mein Gott. Der schläft da gerade. Und jetzt muss ich schnell sein. Oh, ich bin ein grausamer Mensch. Aber was muss, das muss, Leute. Was muss, das muss. Tut mir leid, mein Kleiner. Sieht zwar jetzt doof aus, aber macht nichts. Das ist es wert. Da muss auch mal ein bisschen Spaß haben. Wir brauchen noch mehr Sand. Ja, krass. Reicht es jetzt? Oh ja, jetzt reicht es. 100%, perfekt. Ah, das ist schön. Jetzt gucken wir mal, ob der gleich gesnackt wird, der Galli. Also bis jetzt schlafen die Kanus noch, aber ich kann hier wieder das Gehege soweit verkleinern. Das ist gut. Ja, sieht auch alles noch in Ordnung aus. Hier ist ganz am Rand. Vielleicht hätte ich es ein bisschen größer noch lassen sollen. Ich könnte es ja noch ein bisschen hier in die Richtung erweitern. So. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ich einfach dann so das gerade durchziehe. Ist jetzt nicht perfekt gerade, aber ein bisschen krumm und schief. Macht nichts. Wobei mich der schon stört. Oh nein, ich bin doof. Ich vergesse jedes Mal, dass man... dass die nicht direkt errichtet werden, die Dinger. Ich bin jetzt hier gerade. So, jetzt sieht es einigermaßen gerade aus. Ist auch nicht perfekt gerade, aber ich hoffe jetzt mal, dass die nicht ausbüchsen. Oh nein, der Galli hat die Chance genutzt. Okay. Er hat mich outsmartet. Dann hat er es auch verdient, zu leben. Du hast es bei dir verdient, mein Kleiner. Meine Grausamkeit wurde nicht durchgeführt. Ihr seht kein Blut. Erst später. Irgendwann kommt das sowieso nochmal. Okay, was müssen wir noch machen? Stelle sicher, dass die Carnotaurus von einer Beobachtungsgalerie für Forscher aus sichtbar sind. Aber irgendwie ist das voll cool, wenn hier überall so freilaufende Saurier sind. Es ist alles krumm und schief. Ich glaube, das kann ich auch nicht mehr retten hier. Das tut mir wirklich leid. Aber ich glaube, es ist einfach nur das Stromding, was schief ist. Oh. Was denn jetzt? Es gab hier gefährliche Tiere. Das stimmt, Mr. Finch. Wir wissen, wo sie waren. Aber jetzt, Mr. Grady, müssen wir herausfinden, wo sie sind. So wie ich meine Saurier kenne, würde ich sagen, sie sind da lang. Und kennen Sie Ihre Saurier, Mr. Grady? Besser als sonst jemand. Aber dies sind nicht Ihre Saurier per se. Nun, da werden Sie mir wohl einfach vertrauen müssen. Ich vertraue dir. Oh. Aber du solltest mir beim Autofahren nicht vertrauen. Sieht vielversprechend aus. Nicht, dass ich irgendwas versprechen würde. Okay. Hier wurde ein Baum umgekippt oder sowas. Zerstörung. Das heißt, wir sind den Dinosauriern auf der Spur. Oh, Alter. Ja, man nennt mich auch Drift King. Alles deutet in diese Richtung. Oha, und nicht mal verspeist. Einfach nur umgebracht. Haben wir es hier etwa mit Indominus Rex zu tun? Ich jage aus Sport. Und nicht aus Hunger. Die Karten sind so wunderschön.
großer Fleischfresser. Die Saurier sind auf jeden Fall nicht sonderlich subtil. Wo immer sie hingehen, hinterlassen sie Spuren. Da kenne ich noch jemanden. Dr. Malcolm? Denn der Kerl, da kann man wirklich von einem Ego sprechen. Im Gegensatz zu... Ja, ein gewisser liebenswürdiger Tierverhaltensforscher mit ganz besonderer Bescheidenheit. Ego-Perspektive geht übrigens auch, wie ihr seht. Cool, was macht der da? Okay, er scheint zu grasen. Ich will ihn eigentlich auch nicht weiter stören. Aber es ist echt schön, so Dinosaurier in freier Natur zu sehen. Viel, viel schöner, als wenn die in Gefangenschaft sind. Allosaurus. Ich glaube, wir sind nah dran. Ist noch ein Gully. Das ist halt echt richtig schön, wenn die hier so frei rumlaufen. Ich werde, denke ich, auch irgendwann mal einen Wildlife-Park bauen, wo es keine Zäune gibt. Wo dann stattdessen die Besucher eingezäunt sind, statt die Dinosaurier. Das geht ja jetzt auch mit diesem neuen Territorialsystem. Da kann man dann ja wirklich die auch frei leben lassen. Und die suchen sich dann ihre unterschiedlichen Territorien. Die Map ist halt riesig, ne? Ich bin schon ewig weit gefahren. Schnee fängt auch wieder an. Oh, da sind wieder Triceratops und Brachios im Hintergrund. Oh mein Gott. Oh, das ist so wunderschön. Ich will da einmal hinfahren, Leute. Die Zeit nehmen wir uns. Bevor wir weitermachen. Da vorne sind sie, die Brachios. Also diese Karte ist wirklich riesig. Die ist gigantisch. Oh, die schlafen gerade. Oh. Das könnte ich mir stundenlang angucken. Gerade jetzt hier auch im Schnee. Das ist wunderschön. Das ist wirklich, wirklich wunderschön. Der Schnee hört auch wieder auf. Ich kann leider nicht aus der Jeep-Ansicht rausgehen, sonst hätte ich jetzt einen schönen Screenshot gemacht. Okay, genug. Wir fahren zurück. Ah, ist das toll. Oh, Stegos auch noch. Hier gibt es ja so viel zu entdecken. Hier lebt ja alles. Wirkt alles so unfassbar lebendig hier. Einfach nur schön. Einfach nur schön. Da fehlen mir echt die Worte. Wenn man schon nicht der Mission folgen will, sondern sich einfach nur umsehen will, das ist 10 von 10. Also da hat das Spiel alles richtig gemacht. So, wo müssen wir jetzt hin? Baumstamm war das, ne? Sei einfach auf alles gefasst, okay? Aber wir fahren jetzt sowieso hier runter. Hätte ich es auch weitermachen können. Egal. Macht ja nichts. Wir haben ja Zeit. Wenn dann mal so ein Video länger wird, dann ist es so. Ihr könnt ja zur Not vorspulen bei YouTube. Überfall! Sei schnell, aber nicht zu schnell! Du bist immer ausgeblieben aus! Bewegung, los! Owen. Owen, alles in Ordnung? Was ist los? Bin gerade beschäftigt. Sagen Sie mir, dass alles unter Kontrolle ist. Soll ich lügen? Oh, oh. Ja, wenn es meine Nerven beruhigt, das ertrage ich nicht. Wir arbeiten daran. Ich liebe den Allosaurus. Wir haben einen Hubschrauber bereitstehen, der versuchen wird, das Tier aus der Luft zu betäuben. Mein Lieblingsfleischfresser. Versuchen? Wir brauchen einen Erfolg, Dr. Dur. Ehe es Grady und die anderen frisst. Das ist ja richtig Action hier. Sie haben das Tier, nicht wahr? Wollen Sie, dass ich lüge? Der ist mega wütend, der Allo. Aber wir haben ihn. Das ging schnell. Gott sei Dank.
fast alles unter Kontrolle, aber das Tier ist verletzt. Wir müssen sie zur Beobachtung und Behandlung in ein sicheres Gehege bringen. Ich informiere Dr. Dua. Ja, ich? Mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Okay, wir müssen Gehege für den bauen. Jetzt können wir uns mal die Map angucken, wie riesig die ist. Okay, das ist so eine sehr längliche Map, finde ich aber cool. Komplett im Berg. Hoffentlich kommt dann irgendwann diese Baubegrenzungsmod auch für RTW2 raus, dass man hier überall bauen kann. Das wäre mega. Ja, wir bauen jetzt erstmal ein Gehege für den Alo. Hab ich hier oben noch genug Platz? Oh ja, machen wir auch so ein bisschen ein längliches Gehege. Mache ich mal eben schnell fertig. Wobei müsst ihr jetzt ja nicht unbedingt zuschauen. Das ist ja nicht so spannend. Und was ist mit den Pflanzenfressern? Was ist mit denen? Sie können bleiben, solange sie sich von jeglicher Zivilisation fernhalten. Sie überleben auch ohne unser Eingreifen in der Wildnis, nicht wahr? Wenn sie Zeit haben, sich anzupassen, dann ja. Ich schätze, daran werden wir uns alle gewöhnen müssen. Saurier, da draußen in freier Wildbahn. Sind das Ihre Worte oder die der Regierung? Claire, ich bin die Regierung. Okay, das heißt, die Pflanzenfresser bleiben hier. Da müssen sich die Menschen dran gewöhnen dann. Finde ich cool, die Herangehensweise. Wieso ist denn der Radius hier so komisch? Seltsam. So, wir haben das Gehege aber jetzt schon mal fertig. Das ist gut. Das heißt, wir können jetzt unseren Allosaurus dort rüberbringen. Habe ich den von hier angeklickt? Ne, jetzt aber. Ich baue hier schon mal eine Beobachtungsgalerie hin. Das kann, denke ich mal, nicht schaden. Warum laufen die Besucher hier so wild umher? Ach, die Besucher haben Angst vor dem Galli. Jetzt weiß ich warum. Ja, das ist natürlich schlecht. Aber kann ich nicht ändern. Der Galli fühlt sich hier wohl. Transport abgeschlossen. Sehr schön. Das heißt, wir können jetzt unseren Ranger Jeep einmal zum Allo schicken. Ich hoffe, der fährt jetzt automatisch dahin. Ich denke aber schon. Und dann machen wir schon einmal Wasser. Das braucht er auf jeden Fall. Und er wird auch einen Futterspender und so benötigen. Deswegen können wir das auch machen. So ein Ziegenfutterspender. Fleischfutterspender. Den Rest müssen wir dann gleich schauen. Kommt der Jeep jetzt? Ach, mach ich's halt selber. Ich glaube, die brauchen halt immer einen Moment, weil die ihre Routen fahren müssen und sowas. Also da bin ich noch nicht so ganz schlau draus geworden, wie die da ihre eigenen Routen abfahren mit den Ranger-Posten. Bin wahrscheinlich einfach nur zu ungeduldig, kann ich mir vorstellen. Boah, ist der blutig und wütend. Ja, wir sollten hier schnell wieder raus. Schauen wir mal kurz, ob es dem allgemein gut geht. Der Bereich ist auf jeden Fall groß genug. Ihm fehlt ein bisschen Beute und Wald. Aber das sollten wir eigentlich hinbekommen. Geben wir ihm mal so einen schönen Wald hiervon. Ich brauche eine paläomedizinische Anlage, um den Zustand des Sauriers zu beurteilen. Wir brauchen einen vollen medizinischen Scan. Ich will verstehen, was da schiefgelaufen ist, damit so etwas nicht noch einmal vorkommt. Dauert das jetzt ein bisschen, bis der Wald hochgeht? Oder habe ich irgendwas falsch gemacht? Ich weiß es nicht. Egal, wir machen die Mission jetzt erstmal. Ja, okay, wir müssen sogar den Komfort machen als Mission. Aber ich baue schon mal eben diese paläomedizinische Anlage. Damit wir uns auch darum kümmern können, dass wir den versorgen können und sowas. Ja, Mr. Galli ist wieder hier im Weg. Deswegen ging es nicht. Schnell bauen. Der macht hier auch nur Ärger. Ich hätte ihn echt opfern sollen. Ich hätte mir die Zeit einfach nehmen sollen. Er steht jetzt nicht ganz perfekt, aber Hauptsache, das Ganze funktioniert einigermaßen. Ich schaue jetzt nochmal, dass es dem Alu einigermaßen gut geht. Der sieht echt mitgenommen aus, der Arme. Hat halt auch irgendeine Verletzung. Das mit dem Wald hat nicht funktioniert. Was habe ich da falsch gemacht? Schaue ich mal, ob ich vielleicht den... Ja, das hätte aber eigentlich klappen müssen, oder bin ich jetzt blöd? Oder braucht er so einen Wald? Mal jetzt mal. Jetzt geht Wald hoch, okay. Das scheint
dann gerade nicht der richtige Wald gewesen zu sein für ihn. Ja, Beute fehlt ein bisschen, aber das ist eigentlich nicht das Problem, weil wir haben doch hier einen Ziegenfutterspender. Also hier sind definitiv Ziegen im Gehege. Die muss er vermutlich dann nur entdecken oder so. Gehe ich von aus. So, jetzt müssen wir eigentlich auch noch dafür sorgen. Warten wir mal ein bisschen ab. Ach, Wasser ist auch noch zu wenig. Oh, ups. Aber mit Beute weiß ich nicht. Vielleicht muss ich auch zwei Ziegenfutterspender oder so einstellen. Das kann auch sein. Machen wir hier noch Wasser hin. Ja, wir brauchen mehr Beute. Ziegenfutterspender. Und jetzt ist er hoffentlich gleich glücklich. Ja, jetzt geht's hoch. Oh, wir haben es geschafft. Okay. Der ist richtig erschöpft. Der setzt sich alle 2 Meter hin. Also der kann gar nicht mehr laufen, der arme Allo. Mit dem stimmt irgendwas gar nicht. Manchmal muss jemand Neues ein Problem angehen. Stellen wir einige Wissenschaftler ein, die diese Tiere diagnostizieren können. Sie sollten sich mit dem MVU auskennen und medizinische Scans bei Sauriern durchführen können. Was wir wohl herausfinden werden. Okay, Wohlbefinden 3 soll wir jemanden einstellen. Dann nehmen wir doch hier die gute Frau Koroma. Das klingt doch super. Stellen wir die mal ein. Wir haben weitere Wissenschaftler eingestellt. So haben wir den Gesundheitszustand des Sauriers besser im Griff. Hoffentlich finden wir heraus, was da schiefgelaufen ist. Hey, wenn ich etwas gelernt habe, dann, dass diese Tiere unberechenbar sind. Wie Menschen. Nur mit größeren Zähnen. Ja. Wir sollten sie beobachten. Gut, gut. Wen? Dr. Dua? Ja. Sie arbeitet jetzt für die CIA. Nun, es wird dich sicher freuen zu hören, dass ich selbst eine kleine Geheimoperation leite. Ich passe auf uns beide auf. Du bist viel raffinierter, als du vorgibst. Und klüger. Aber humpeln oder so macht er, glaube ich, gar nicht. Das wäre noch ganz cool gewesen, wenn er verletzt ist. Dass er dann humpeln würde oder so. Das Einzige, was er halt macht, ist sich viel ausruhen. Wieso passiert denn jetzt hier nichts? Irgendwas ist hier verbuggt, glaube ich. Aber ihr müsst auch überlegen, ne? Das ist immer noch eine Vorab-Version, die ich bekommen habe. Also wenn da mal Bugs auftreten, kann es gut sein, dass die dann im finalen Spiel weg sind. Okay, ich habe alles richtig gemacht. Sehr gut. Ja, genau. Das ist hier diese MVU, die Mobile Veterinary Unit. Die ist auch neu. Damit kann man halt die Tiere scannen und dann medizinisch versorgen. Wir müssen den Dino schlafen legen. Ich empfehle Beruhigungsmittel, aber wie Sie wollen. Ja, machen wir. Also der scheint irgendwie eine Verletzung zu haben. Sieht mir aus wie eine Fraktur. Zumindest dem Bild nach zu urteilen. Dann betäuben wir den mal. Ich weiß gar nicht, ob das auch mit der MVU gegangen wäre. Wir machen es mal bei einem Allo. Lieber mit dem Helikopter. Sicher, sicher. Aber sollte ja nicht zu schwer werden. Ich meine, der ist so träge. Der geht alle 2 Sekunden schlafen. Da werden wir es schon hinbekommen, ihn zu betäuben. Jetzt, da wir den Saurier vorübergehend unter Kontrolle haben, bringen wir ihn in die paläomedizinische Anlage, wo wir ihn behandeln können. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Da habe ich jetzt unsere neue Wissenschaftlerin zugeteilt, dass die das macht, weil wir halt genau diese 3 Punkte brauchten in, wie hieß es noch gleich? Hier in diesem Punkt, das ist der Wohlbefinden. Dann wird er jetzt gleich hier landen und behandelt werden. Und da kommt er geflogen. Und wird gleich von unseren Schwenkarmen hier behandelt werden. Das finde ich irgendwie auch eine ziemlich coole Lösung, muss ich sagen. Die Geräusche dabei sind nice. Galli will aber auch nicht verschwinden, ne? Ganz penetrant hier auf dem Weg.
Ich wohne jetzt hier. Wir spulen mal ein bisschen vor. Dauert wahrscheinlich, bis die den behandelt haben. Ah, jetzt haben wir es, glaube ich, geschafft. Treibstoff und Nahrung. Okay. Ja, das kriegen wir, denke ich, mal alles hin. Also die ganzen Tipps werde ich mir jetzt nicht zu 100% durchlesen und vorlesen. Wenn ihr die selber lesen wollt, könnt ihr gerne auf Pause drücken. Ich glaube, wir sind fähig genug, die meisten Sachen von selber zu verstehen. Das kriegen wir schon hin. Wie cool sich hier auch alles schneebedeckt. Mega. Dem Alu geht's wieder gut. Dann transportieren wir den mal zurück in sein Gehege. Ach, drücke Tab. Okay, so geht das. Am besten, wenn man sich ausruht. Und wenn man es bequem hat. Bei mir klappt das immer. Bei den Sauriern vermutlich auch. Da haben Sie ganz recht. Meine Ex sieht das anders. Ja. Wie auch immer. Transportieren Sie das Tier sicher in sein bequemes Gehege, ja? Wird gemacht. Bin schon quasi dabei. Dann schauen wir doch mal. Ist immer noch blutig, der Arme. Gesundheit ist bei 100%, aber ist immer noch blutüberströmt. Aber ich glaube, die Dinosaurier können ja auch mittlerweile Narben und sowas haben. Oh, hier steht auch, was der mag und was nicht. Oh, interessant. Kann gut sein, dass die jetzt verheilen, die Wunden, nach einer Zeit und vielleicht ein paar Narben bleiben. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber sieht ganz cool aus eigentlich. Also wenn das so bleibt, habe ich da auch nichts dagegen. Sieht halt sehr, sehr böse aus mit dem Blut. Das neue Fressen sieht auch echt richtig gut aus. Diese Fleischstücke, die er da rausbeißt, sehen viel, viel besser aus als im ersten Teil. Da waren es immer so starre Schnitzel. Und hier beißt er halt wirklich so wabbelige Fleischstücke raus. Vielleicht jagt er jetzt nochmal eine Ziege für uns, das wäre ganz cool. Okay, nevermind, wir haben die Mission abgeschlossen. Oh, das war schon mit dem Bundesstaat Washington. Wir haben dafür gesorgt, dass sich die Saurier im Wald gut entwickeln können. Zuerst glaubte ich, dies sei das Beste. Dann haben wir realisiert, dass Wälder ein Fünftel der Landmasse der USA ausmachen. Und fast 40% von Kanada sind Wildnis. Mit der Naturschutzbehörde und der CIA haben wir dafür gesorgt, dass sich die Saurier wohlfühlen. Mitten im Wald. Ich hoffe, wie süß. Die Verantwortlichen wissen, was sie tun. Denn die Saurier wissen das. Definitiv. Und ja, Leute, das war der zweite Teil von der Kampagne von Jurassic World Evolution 2. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Morgen geht's dann wieder weiter mit dem nächsten Teil. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.